Wie musste man sich eigentlich Kohl in Wahlkämpfen vorstellen? Freute er sich darauf? War er während dieser Zeit in seinem Element oder waren sie eher ein notwendiges Übel? Kohl hat gerne Wahlkämpfe bestritten, aus einem ganz praktischen Grund. Wahlkämpfe haben ihm die Möglichkeit geboten, sich einmal anders darzustellen als das, wie insbesondere die Medien ihn zum Teil dargestellt haben. Deswegen war für Kohl die Wahlkämpfe immer die Möglichkeit, es sowohl seinem politischen Gegner zu zeigen, aber auch nochmal ein Quell, irgendwie seine Partei zu motivieren. Die Partei war für Kohl ein ganz zentraler Fixpunkt und die konnte er in einem Wahlkampf sehr gut aktivieren. Deswegen war Kohl schon jemand, der sehr gerne Wahlkämpfe bestritten hat. Und er selber hat ja mal gesagt, und deswegen trat er 98 nochmal an, wenn das Zirkuspferd die Trompete hört, dann muss es einfach galoppieren. Und damit hat er sich, glaube ich, an dem Punkt ganz gut charakterisiert. Mit Sicherheit war er nicht ein Wahlkämpfer wie Schröder, intuitiv, aber eher einer, der mit einem langen Atem, einem hohen strategischen Vermögen so einen Wahlkampf führen konnte. Und kein anderer Politiker ist so oft in Bundestagswahlkämpfe gezogen als Spitzenkandidat wie Kohl. 6-mal, 4-mal war er erfolgreich. Gibt es über diese lange Periode etwas Verbindendes, wie er Wahlkampf gemacht hat, also was für ein Typ er, Wahlkämpfer er war? Kohl hat von Adenauer mit Sicherheit die Fähigkeit übernommen, sich mit Mediendaten oder mit Daten aus der Demoskopie zu beschäftigen. Und Kohls Bild in der Öffentlichkeit war immer relativ schlecht gewesen. Und Kohl hat es aber verstanden und auch seine Berater haben es verstanden, dem Ganzen, neudeutsch würde man sagen, einen passenden Spin zu geben. Also ein bisschen die Botschaft zu drehen und aus den Schwächen auch Stärken zu machen. Und das hat bei Kohl über einen langen Zeitraum relativ gut funktioniert. Es funktionierte dann am Ende bekanntlich nicht mehr. Du hast die Medien angesprochen. Kohl hat ja immer sehr viel Häme auch aus den Medien erfahren, auch bezogen auf seine Person, irgendwie auf sein Aussehen. Trotzdem war er in vielen Wahlkämpfen erfolgreich, wo ja immer das mediale Auftreten des Spitzenkandidaten auch eine Rolle spielt. Wie war da sein Umgang mit den Medien und wie hat er es geschafft, dort anzukommen? Das ist in der Tat ganz, ganz eigenartig, weil wenn man so die Zeitungen durchguckt, würde man den Eindruck kriegen, Kohl und auch gerade im Vergleich zu jemanden wie Helmut Schmidt oder auch seine späteren Gegenkandidaten, dann schneidet Kohl eigentlich erstaunlich schlecht ab. Und trotzdem würde man ja sagen, jemand, der aus der Zeit kommt, als es nur 3 öffentlich-rechtliche Fernsehsender in jedem Sendegebiet gab, der über das Privatfernsehen bis in die Frühzeiten des Internets sich gehalten hat, der muss ja irgendetwas haben. Und das Besondere bei Kohl war, dass dieses schlechte Bild, was Kohl insbesondere in den Printmedien hatte, ihm in Wahlkämpfen bizarrerweise genutzt hat. Also das heißt, so bizarr ist das gar nicht, denn in Wahlkampfzeiten muss das Fernsehen mehr über die Leute berichten. Und natürlich hat Kohl auch wahnsinnig viele Veranstaltungen vor Ort gemacht, wo er sich den Leuten präsentiert hat. Und wenn man mit einer schlechten Vormeinung reingeht, dann hat man hinterher einen ganz anderen Eindruck von so einem Kandidaten. Und auf einmal erscheint er in einem viel milderen, viel besseren Licht. Wir haben später einen ganz anderen Fall, wo das mal ähnlich war, nicht bei Kohl, sondern bei Edmund Stoiber war das 2002 so. Wo der 2 Fernsehduelle dann gemacht hat, das hat Kohl immer abgelehnt, weil das wäre vielleicht ein Format gewesen, was für Kohl schwierig gewesen wäre, weil er sich da hätte direkt messen müssen. Und da wären mit Sicherheit auch seine Schwächen zu deutlich geworden. Also gerade in Bezug zu Helmut Schmidt gibt es ja auch eine Elefantenrunde, wo Kohl doch relativ schlecht abschneidet. Und bei diesem Fernsehduell haben alle erwartet, dass Gerhard Schröder damals Edmund Stoiber richtig an die Wand gespielt hätte. Das Gegenteil war der Fall, weil der Erwartungswert von Stoiber war so gering, so schlecht, auch nach den vorherigen Auftritten, die er im Fernsehen zum Teil hatte, dass er sich da relativ gut präsentiert hat und deswegen relativ gut ankommt. Und den Mechanismus, den hat Kohl im Prinzip in allen seinen Wahlen exzellent ausspielen können. Er trat regelmäßig mit einem Malus auch in den Umfragen an. Man munkelte darüber, ob er nicht jetzt fällig ist, abgewählt zu werden. Und dann konnte er es den Leuten doch immer wieder zeigen. Er konnte sich quasi auf der Basis des Unterschätztwerdens, das war im Prinzip seine Methode, ständig unterschätzt zu werden, konnte er daraus eine Stärke generieren. Und das hat extrem gut funktioniert. Deswegen ist bei Kohl die Medienlandschaft eigentlich sehr zwiegespalten. Es gab die veröffentlichte Meinung, die ihn runtergeschrieben hat. Und es gab letztlich das, wo er direkt wirken konnte, wo er sozusagen direkt beim Publikum ankommen konnte. Und dieser Kontrast, der war seine ganz große Stärke. Und das konnten wir besonders gut auch sehen 1990, weil in Ostdeutschland gab es nun mal kaum westdeutsche Printmedien. Also war das Kohl-Bild alleine das, was aus dem Fernsehen kam. Und das war natürlich unzweifelhaft positiver oder sagen wir neutraler als das, was der Spiegel, die Süddeutsche oder selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung über Kohl geschrieben hat. Und dementsprechend konnte Kohl 90 besonders leicht im Osten reüssieren. Natürlich waren die Rahmenbedingungen auch günstig, aber ich glaube, das spielte eine sehr große Rolle.
die Wahlniederlage 1998, ist das auch auf persönliche Fehler Kurz zurückzuführen oder war das einfach ein Wandel, der einfach dann kommen musste? Naja, zum einen ist es natürlich eine sehr lange Zeit gewesen, die Kohl amtiert hat. Aber es gibt natürlich etwas, was in Kohls Leben eine große Konstante hat. Kohl hat Politik verstanden, über freundschaftliche Beziehungen zu organisieren und auf Loyalität diese zu gründen. Und Kohl konnte gnadenlos sein, wenn Leute ihm gegenüber sich als nicht loyal erwiesen haben. Und das ist über Jahre hat sehr gut funktioniert. Aber Leute, die eben auch konfliktscheu, Kohl war in weiten Teilen auch ein relativ konfliktscheu, was bestimmte Fragen anging. Und dann führte das eben immer dazu, dass er sich dann eher von Leuten abgrenzte und diese ausgrenzte. Und er hatte dann am Schluss die Eigenschaft, sich doch sehr stark nur von Leuten zu umgeben, die Ja-Sager waren, die auf ihn bezogen waren und die eben keinen Widerspruch ihm gewährten. Und dadurch hat Kohl bestimmte Entwicklungen, die sich abgezeichnet hat, nicht so aufgreifen können, wie das möglicherweise notwendig gewesen wäre. Schäuble hat ihn damals darauf hingewiesen. Aber Schäuble drang schon überhaupt nicht mehr zu Kohl durch, obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob die Agenda, die Schäuble dann auch in Teilen als Fraktionsvorsitzender dann bereits umgesetzt hat, nicht auch ein Teil dessen ist, warum Kohl verloren hat. Aber wahrscheinlich viel entscheidender war, dass die Art, wie Kohl Politik gemacht hat, mit diesem Netzwerk loyaler Leute, dass das zu einem zu homogenen Beraterumfeld geführt hat. Und auch das ist nicht ganz ungewöhnlich, dass Politiker, die ganz normal ist, es ja menschlich, sie erstmal mit Leuten umgeben, die ihnen wohlgesonnen sind. Aber wenn dort überhaupt kein Widerspruch mehr kommt, weil man ja auch befürchtete, dass Kohls Rache brutal sein kann, dann war das mit Sicherheit eine ganz entscheidende Schwäche, die Kohl selber mit zu verantworten hat.